Hallo, Hallöchen zusammen, Spooky hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Im Schocktober wohlgemerkt, ne? Ja, ja, und ihr seht schon richtig, Leute. Das hier vor euch sind Totenschädel. Und zwar drei verschiedene Farben. Links haben wir gelb, in der Mitte haben wir schwarz und rechts haben wir orange. Gelb und orange, weiß nicht, ob das so gut auf dem Video rauskommt, aber es sind drei Farben. Diese Schädel gibt's in verschiedenen Farben, auch noch in komplett transparent weiß. Hab ich aber leider keinen bekommen, aber halb so wild. Es geht auch um den Inhalt. Die Farben sind schon spektakulär genug und es sieht schon wirklich klasse aus, Leute. Was für eine Hammeridee. Ich sag ja, wenn ihr mal was Originelles zu Halloween und Süßigkeiten sucht, da seid ihr mit diesen Schädeln genau richtig. Vor allem, was glaubt ihr, wie blöd die Kids gucken? Oder eure Gäste? Oder Kumpels? Oder Freundinnen? Oder wer auch immer? Wenn ihr ihm diesen Schädel hier hinstellt, ja, nimm dir doch irgendwas Leckeres. Und ihn grinst einer dieser Schädel hier an, der Burner. Oberburner, die haben tatsächlich auch noch zwei Augen mit drin. Der Knaller. Diese Schädel hier kommen aus Schweden von Hulten. Keine Ahnung, wie sich das hier richtig ausspricht. Auf jeden Fall haben die auch einen kleinen Begleittext. Schaurig schön, der außergewöhnliche Hulten-Totenkopf ist gefüllt mit gruseligen, aber geschmackvollen Süßigkeiten. Damit wird er zum Highlight auf jeder Halloween-Party. Genießen Sie eine große Auswahl an Halloween-Süßigkeiten, die von sauren Kaugummi und süßen Lollis bis hin zu Halloween-Schaum, Gruselgelee und Schokoladenaugen Äpfeln reichen. Yay! Danach können die Kinder den tollen Spielwert der einzigartigen Verpackung erleben. Der leere Schädel eignet sich dabei auch als schaurige Dekoration im Regal. Ja, ja und oh ja, so sieht's aus. Und das kann ich nur saftig unterstreichen. Ja, was wir alles in so einem Schädel finden, das werden wir heute mal in diesem Video hier testen. Ich werde hier einen Schädel öffnen. Das klingt creepy! Aber ich bin echt gespannt, was sie da alles reingepackt haben. Ne? Und ich sag ja, wenn das Ding hier leer ist, ihr könnt auch Popcorn reinfüllen oder Spielzeugfiguren reinmachen oder andere Leckereien, vollkommen egal. Die Schädel sind der Hammer. Und wir werden uns natürlich am Ende des Videos auch noch anschauen, wie der Schädel hier ohne Füllung und ohne Augen aussieht. Na dann, let's fetz, sprach das Skelett und sprang in den Schredder. Oh mein Gott, wie schlecht. Na, dann lasst uns doch gerade mal hier die Schädel ein bisschen aus der Nähe betrachten. Ihr seht schon, haben eine schöne Größe. Ihr seht es an meinen Händen. Die Augen wirklich absolut klasse positioniert hier vorne drin. Knaller. Also die Augenhöhlen sind schön tief, nicht nur einfach angedeutet. Ihr könnt richtig reingreifen, auch die Nase. Und man sieht auch toll die glänzenden Zähnchen hier vorne. Ne? Charakterkinn, das kann man übrigens nicht bewegen. Der Kopf ist aus einem Guss, aber halt hohl. Ja, wie treffend, ne? Wen die Größe hier interessiert, der Schädel hat eine Höhe von 13,5 cm, würde ich sagen. Und eine Länge von ca. 17 cm. Das hier ist übrigens der gelbe Schädel, wenn es interessiert. Und das Ganze, wie schon gesagt, kommt von Hulten. Den Inhalt findet ihr auf dem Zettel, wenn ihr den ausklappt. Und ich muss sagen, der Schädel ist von der Form her wirklich klasse. Gefällt mir gut. Die Schädeldecke hier können wir abnehmen. Die wurde hier mit einem Klebefilm dran geklebt. Und hier seht ihr schon mal ein paar Süßigkeiten, die wir hier drin finden. Cool, ne? Geister, Kaugummis, Marshmallow und keine Ahnung, was das hier ist. Man sieht es gar nicht richtig. Und hier sind auch wieder die Viecher aus meiner Kindheit drin, aus den 80ern, so Gelee-Viecher gegossen. Cool. Lolli sehe ich hier auch, ein Geister-Lolli mit einem ziemlich verzogenen Kopf. Und Schokoteile. Also ist schon toll, was da drin ist an Halloween-Zeug. Cool. Also, das werden wir mal auspacken. Ich mache mal die ganzen Klebestreifen hier weg. Mal gucken, ob die sich gut lösen lassen. Auch schaut es euch nochmal an. Der Blick ist einmalig, oder? Ist das nicht klasse? Die Augen. Ich könnte mich so wegschmeißen. Hier auch noch ein Blick von unten. Ne? Manchen ist es ganz wichtig, wie der Schädel hier aussieht und ob er auch wirklich schön gemacht ist. Also das muss man den wirklich zugute halten. Klasse Süßigkeitenteil für Halloween. Also ich finde es bombig. Ne? Guckt euch den Blick an, Leute. Der Blick ist der Knaller. Natürlich im Gegensatz hier den schwarzen. Der ist natürlich ziemlich dunkel. Da sieht man die Augen nicht so gut drin, ist klar. Aber er ist auf jeden Fall ein bisschen heller, als ihr es hier wahrscheinlich im Video seht.
Auch hier sieht man die ganzen Süßigkeiten drin. Ne? Oben ist der Schwarze ein bisschen dünner, darum kann man hier durchgucken. Der sieht gefüllt, sieht ja schon klasse aus. Ne? Süßigkeiten als Hirnmasse. Ja, das könnte bei mir zutreffen. Und hier noch ganz kurz den Orangenen vor die Kamera gehalten. Gelb und Orange ist ziemlich ähnlich, aber Orange wirkt noch ein bisschen goldener. Also das ist schon klasse, wie der hier im Licht spiegelt. Und der macht sich auch wirklich gut auf dem Tisch, wenn ihr den bei euch zu Hause zu Halloween aufstellt. Ne? Okay, also dann mache ich mal die Klebestreifen weg. Ja, und ich wusste es, ne? Wenn man das abzieht, seht ihr das? Da bleiben Klebereste zurück. Also das finde ich jetzt echt unschön. Kommt es ein bisschen rüber, diese Schmierstreifen. So, hinten auf der Rückseite ist ein größerer Kleber drauf. Hier findet ihr auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, ihr seht, das ist noch lange haltbar. Aber so alt wird dieser Schädel hier leider nicht. So, das Schöne ist, bei diesem Aufkleber könnt ihr dran lassen, dann könnt ihr dieses Gehirn herrlich aufklappen. Und dann fallen einem natürlich auch schon die Süßigkeiten entgegen. Das ist gar nicht so schlecht. Dann hat man hier gleich noch einen schönen Darreichungsteller. Eine Schädeldecke. Okay, und ich muss sagen, hier ist einiges drin. Hier ist eine ganze Tüte. Was ist das denn, bitte schön? Lakritz? Was, Galle? Wie schon gesagt, ne? Das Ding kommt aus Schweden. Bups, Leute, bups. Gut, dass es ein B ist, ne? Ja. Halon Lakritz Skalle. Gelatinfrei, nehme ich mal an. Und hier ist auch ein Schädel drauf. Gut, die werden wir auf jeden Fall probieren. Klasse. Komplette Tüte drin, wie riecht es? Ja, riecht nach Lakritz, riecht durch, aber riecht lecker. Klasse. Schön, kenne ich nicht, noch nie gesehen. Der Knaller. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Schokomumie. Dann haben wir hier ein Schokovampir. Was ist das hier? Alien Eggs. Ach, die Alien Eier sind da auch drin. Klasse, noch nie probiert. Cool. Was ist das hier? Zombie Balls. Okay. Was sind das hier? Ah, das sind so kleine Schokoteile. Mit Frankenstein. Was ist hier? Ein Geist. Dann hier nochmal ein Geist. Jawohl. Hier haben wir eine Hexe drauf. Oder was das ist? Hier ein freundlicher Geist. Lecker. Okay, als nächstes auch wieder eine ganze Tüte mit Gummibärchen, Hexenbärchen. Ah, da sind so Kürbisse drin. Schauen wir uns an. Werde ich probieren, ganz klar. Toll, dass da ganzen Tüten drin sind. Boah, guckt euch das mal an. Was ist das denn? Halloween-Mix. Großer Gott. Auch lauter schwarzes, orangenes und weißes Zeug. Was? Fürs Kreck liegt Gott. Was auch immer. Von Dahls. Dahls Konfekt. Halloween Mix. Haben wir Deutsch? Auf jeden Fall. Socker. Socker haben wir drin, Leute. Wie cool. Ja, als nächstes, das sind so die Gelee-Viecher. Das hier war, glaube ich, irgendwie so eine Ameise oder sowas. Klasse. Creepy Jelly. Großer Gott. Die gibt's, glaube ich, schon immer, oder? So, dann haben wir hier noch einen Geister-Lolli mit drin. Alles klar. Weiß und schwarz. Gefällt mir. Und wir haben dann auch noch die Augen hier drin. Das sind irgendwie schätzungsweise so gefüllte Schokoteile. Werden wir natürlich auch noch probieren. Klasse. Ja, so sieht der Schädel dann aus, wenn er leer ist. Also er kriegt da schon echt einiges rein. Ihr seht ja, ich war jetzt echt überrascht, was wir da hier alles rausgeholt haben. Gleich wieder zumachen. So, können wir dann wieder aufstellen. So sieht er aus, wenn er leer ist. Also den befüllen lohnt sich auf jeden Fall. Hammerschädel, kann man überhaupt nichts sagen, ne? Finde ich mega. So, dann geht's ans Probieren. Ich fange natürlich mal an mit dem Teil hier. Creepy Jelly. Creepy Jelly klingt wie ein Künstler, oder? Klasse. Geht immer noch so scheiße auf wie damals. Okay. Das Glibberviech. Sieht toll aus, oder? Gibt's in allen möglichen Farben. Lecker. Gleich probieren. Ah, Leute, ist mega lecker. Ich mache hier gleich weiter mit dem nächsten Tütchen. Halloween Mix. So sieht das Ganze aus. Hat es irgendwie eine Form? Ach Gott, eine Fledermaus. Alles klar. Fledermaus, was ist das? Keine Ahnung. Also hier auf jeden Fall eine Vampir-Fledermaus. Ganz, ganz weich. Das ist auch irgendwie so Schaumzuckerzeug.
gleich mal probieren. Mmh, mega lecker, Leute. Ist Lakritz, aber mega süß. Also wer Lakritz mag, unbedingt vormerken. Toll. So, dann haben wir hier eine weiße Spinne, wie es aussieht. Gleich mal probieren. Ist da noch andere Motive drin. Was ist das? Bestimmt irgendwie ein Geist, aber man kann es nicht erkennen, ne? Auch ganz weich, die Dinger. Pass mal auf, so. Zack, zack, zack. Gleich probieren. Ja, cool. Das schmeckt wie weiße Schaumzuckermäuse, ne? Hier wieder eine Spinne. Ich glaube, das sind alle Spinnen. Ich glaube, es war keine Fledermaus, ne? Ja, orange. Ja, auch lecker. Ich denke mal, das soll nach Kürbis schmecken. Echt lecker. Jetzt muss ich nochmal probieren. Also, das sind tatsächlich Spinnen. Mmh, toll. Und wieder ganz zart Lakritz. Also das ist wirklich toll. Schmeckt alles ganz soft, nicht gemein, nicht irgendwie bitter oder salmiakmäßig, sondern eher süß. Und hat halt so einen leichten Lakritzgeschmack. Das ist echt toll. Super. Als nächstes esse ich mal hier Freund Frankenstein. Das ist schätzungsweise Schokolade, ne? Boah, ziemlich dick. Klasse. Oh, wie es aussieht, extrem fett. Kann sein, dass das so Eiskonfekt ist. Das sieht aus wie Eiskonfekt. Probieren. Leute, das ist tatsächlich Eiskonfekt. Boah, das ist mega lecker. Also, Eiskonfekt-Schokolade auch drin. Der Hammer. Da muss ich gleich hier mal so ein Geisch probieren. Das ist auch Eiskonfekt oder eine normale Schokolade. Ne, das sieht schon eher normal aus. Hier ist auch noch ein bisschen Geisch drauf. Ja, das ist mega lecker Vollmilchschokolade. Absolut cool. Lauter tolle Sachen bis jetzt. So, dann probiere ich mal diese Lakritzteile hier mit diesem roten, schwarzen Totenkopf drauf. Wie sehen die aus? Ja, hier so Totenköpfe. Rot und schwarz. Ich lese immer Pups anstatt Pups, ne? Ja, gleich mal probieren. Okay, also das ist schon richtige Lakritz, wo man das Salmiak halt ordentlich herausschmeckt. Und dabei ist irgendwie, glaube ich, so Kirsch, Gummibärchen gemischt Lakritz und Kirsch. Wer Lakritz mag, der wird es garantiert mögen. So, die tue ich wieder rein. Dann haben wir hier das, schätzungsweise ist auch ganz normale Schokolade. Zumindest fühlt sich so an. Eiskonfekt, das sieht man immer irgendwie gleich, ne? Okay, alle Achtung, das ist jetzt schon die dritte Sorte Schokolade. Das ist eher Nougat. Wow, also auch mega lecker. Also die Schokoladen sind ja klasse. Toll. So, dann schauen wir uns mal die Hexen hier an. Da hat es verschiedene Motive drin, wie es aussieht. Was ist, Moment, es geht so rum. Da, das ist definitiv eine Hexe, eine grüne Hexe. Hier haben wir noch einen Kürbis drin. Creepy, oder? Der sieht gut aus. Hinten weiß, vorne Fruchtgummi. Hier haben wir nochmal Schwarzes drin. Was zur Hölle? Ja, das könnte eine Fledermaus sein, oder? Was meint ihr? Dann habe ich hier auch noch was Rotes drin. Was ist da? Ach, ein Vampirgebiss, alles klar, Vampirzähne. Ja, und die sind hier auch noch in grün mit drin. Ja, also was ich sagen muss, ich finde ja diese Kleinigkeiten mit Lollis, finde ich klasse, aber die großen Tüten, wenn ihr das tatsächlich Kinder geben wollt, also hier reingreifen lassen würde ich jetzt nicht. Du weißt ja nicht, was die Kids alles vorher angefasst haben. Da müsst ihr halt schon das ganze Päckchen hergeben. Das finde ich ein bisschen unausgewogen. Dann eher für sich zum Essen, ne? Was ich jetzt tue. Boah, wie lecker. Ach du Schande. Mmh. Boah, gleich Kürbis. Wie cool, jetzt auch noch die Fledermaus fliegt zu mir. Leute, die sind klasse. Das ist ein ganz, ganz weiches, ganz zartes Fruchtgummi. Und schmeckt mal anders als so die normalen Gummibärchen und Zeug. Also die sind auch absolut empfehlenswert. Also bis jetzt, wenn man auch das Lakritz mag, ne, das ist ein bisschen sehr Salmiak-lastig. Aber das hier, das mag garantiert jeder. Das ist klasse. Also bis jetzt alles ohne Scheiß für mich ein Volltreffer. So, dann haben wir hier noch die Zombie Balls. Und Alien Eggs, die lasse ich zu, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, aber sind auf jeden Fall auch drin. Der Lolli, ne, auch noch drin, werde ich später vernaschen, aber ich werde jetzt hier noch so ein Auge probieren, das mache ich, weil ich bin gespannt, ob das noch eine andere Schokolade ist. Also wahrscheinlich ist auch gefüllt, oh, das lässt sich schlecht, ach du liebe Zeit, das lässt sich nicht ganz so gut öffnen, okay.
auch schon ein bisschen angelaufen. Ziemlich fettig das Ganze. Und es ist mit Milchcreme gefüllt. Oh, lecker. Also Leute, 4 Sorten Schokolade in diesen Schädeln hier drin. Gummibärchen, Lakritz. Also eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Ich finde das Ding hier ein absoluter Volltreffer. Und wenn ihr das hier alles vernascht habt, dann habt ihr auf jeden Fall noch einen tollen Schädel hier zum Aufstellen. So sieht er gefüllt aus. So, wenn der gute geleert ist. Also gelb, orange. Man sieht es nicht ganz deutlich, aber ist definitiv ein farblicher Unterschied. Also ich finde es mega originell, gerade zu Halloween absolut top. Ist die Frage, ob man das überhaupt leer essen möchte oder es einfach so stehen lässt, ne? Weil hier mit diesen Augen, das sieht schon wirklich hammermäßig aus, muss man sagen. Beim Schwarzen, wie schon gesagt, sieht man es wahrscheinlich auf der Kamera jetzt nicht so gut, aber man kann es tatsächlich durchsehen. Die blauen Augen, das ist schon mega cool. So, ein Auge habe ich noch übrig, das werde ich mir jetzt auch noch schmecken lassen. Und natürlich noch die ganzen restlichen Süßigkeiten, die ich hier habe. Also eine wirklich tolle Auswahl an Süßigkeiten, was sie hier mit reingepackt haben. Das ist schon toll. Die Gelee-Insekten nicht vergessen, ne? Kaugummis auch noch mit drin. Also das sind tolle Mitgebsel für einen Halloween-Abend. Vielleicht ein bisschen teuer, die Köpfe. Ja, wenn man es hochrechnet auf den Inhalt, ist ein bisschen teuer. Aber dafür kriegt er halt auch diese Schädel aus Kunststoff. Und die machen schon echt was her. Ich finde sie klasse, meine absolute Empfehlung. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ein tolles, gruseliges Halloween. Habt viel Spaß. Habt eine schöne Oktoberzeit. Ich sage ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Euer Spooky. Oh,